Hallo und schön, dass du da bist. Ich möchte heute eine der, glaube ich, wichtigsten Fragen beantworten, auch eine Frage, die von einem von euch gestellt wurde, und zwar, wie man eigentlich mit diesen NPCs umgeht. Man sieht hier, ja, ich muss diesen NPC ziemlich bis zum Schluss bekämpfen, also bis er fast tot ist, und dann kann ich ihn mit Hilfe meiner Maske überzeugen, dass er zu mir kommen möchte. Das ist ziemlich tricky. Also ich selber habe ungefähr 10 NPCs getötet, versehentlich, die ich eigentlich für mich gewinnen wollte. Man muss also wirklich diesen Moment erwischen, wo er noch nicht ganz tot ist und wo du ihn dann tatsächlich mit Hilfe der Maske überzeugen kannst. Es gibt auch die NPCs, die bei euch am Camp vorbeikommen und euch darum bitten, in eurem Stamm aufgenommen zu werden. So eine hatte ich auch leider nur für eine relativ kurze Zeit. Dann wollte ich sie mitnehmen zum Kämpfen und beim ersten Krokodil vor der Haustür sind wir beide leider gestorben. Aber dafür, wie das genau geht, zeige ich euch später noch. Also nicht das Sterben natürlich. Ja, ist klar. So, ich muss ihn jetzt nach Hause schleppen. Und dafür macht es absolut Sinn, dass ich nicht zu viel Gewicht habe. Also ich bin extra ohne großes Gepäck hier losgezogen. Aber ich kann es mir natürlich nicht verkneifen, hier den zweiten NPC im Camp noch zu bekämpfen, damit ich an die guten Sachen in der Kiste rankomme. Der NPC, den wir für uns gewinnen konnten, der liegt jetzt sowieso eine ganze Zeit ohnmächtig rum. Also wir können ihn jederzeit auch wieder ablegen und können ja praktisch kämpfen, wenn wir angegriffen werden oder so, oder wie hier jetzt einfach das Camp frei machen nochmal. Ja, und dann können wir ihn uns wieder auf die Schulter legen und können ihn nach Hause tragen. Okay, der will jetzt was zu essen haben. Und zwar idealerweise eine Suppe. Und so, dann geben wir ihm das mal. Das Fleisch kannst du mir wiedergeben. Dafür kriegst du jetzt diese Suppe. Wir sagen ihm mal, er soll mal eine davon nehmen. So. Ja, das dauert jetzt natürlich eine Zeit, ne? Der weiße Balken hier steht für seine Lebenspunkte, HP. Der grüne Balken ist der Nahrungsbedarf. Der blaue Balken ist der Bedarf an Flüssigkeit. Der gelbe Balken ist sein Gemütszustand. Und genau wie bei euch auch, muss auch der NPC in einem guten Mut sein, ein gutes Gemüt haben. Das könnt ihr zum Beispiel dadurch auch verbessern, indem ihr ihm als Beispiel Nüsse zu essen gebt. Und der lilane Balken ganz unten, Recognition, sagt an, ob er euch als Stammesführer anerkennt oder nicht. Und der muss auf 500 sein und dann könnt ihr ihn rekrutieren. Schau, jetzt steht hier Recruit. Jetzt kann ich E drücken und kann ihn rekrutieren. Zack. Also nicht schlecht. Ein Level 20. Und jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Einmal können wir hier sein Inventar sehen. So, ich habe ihm jetzt schon diverse Sachen zu essen reingelegt. Einmal hier diese klassische Fleischbrühe, die könnt ihr relativ schnell von Anfang an kochen. Ja, das hilft ihm einfach, dass er dann gesundet. Also er braucht etwas Flüssiges zu essen. Und ich habe ihm jetzt noch Wasser dazu gegeben, gerösteten Kürbis, Kartoffelsuppe und geröstetes Korn. Hier diesen Juice aus diesen kleinen roten Früchten, weil das ist gut fürs Gemüt. So, was ich halt an Kleidung hatte, habe ich ihm erstmal jetzt so gegeben. Und ein neues Schwert, ein besseres. Hier über Deploy können wir ihm jetzt sagen, er soll hier bleiben mit den F-Tasten F1 bis F8. Er soll uns folgen, wäre F2, dann, ja, dann geht er hinter uns her, zum Beispiel in den Kampf. Also bei meinem letzten Freund, mit dem bin ich genau bis zu dem Krokodil vor der Haustür gekommen, dann war er tot. Das lasse ich also jetzt im Moment. Im Moment steht hier, er soll hier bleiben. Im Kampf soll er aktiv sein oder soll er assistieren oder soll er passiv sein?
Und wir können ihm sagen, wenn wir angeschlagen sind, er soll uns retten. Das setzt aber voraus, dass wir ihm von unseren Verbänden zum Beispiel, also irgendwelche Heilmittel halt geben, die er dann bei uns anwenden kann. Da geben wir ihm gleich mal ein paar. So, dann hat er die für uns hoffentlich parat. Das nächste im Menü. Erstmal sage ich ihm jetzt, er soll praktisch nicht mehr folgen. Jetzt können wir ihm Arbeit geben. Jeder Tribesman hat verschiedene Fähigkeiten. Und zwar von 1, also was er nicht so gut kann, bis 3, was er besonders gut kann. Also der hält richtig was aus und der kann gut abwehren. Der mag es nicht kalt. Naja, gut, okay, hier ist ja warm. Also wir können ihn nicht mitnehmen ins Schneegebiet. Er mag Steinwaffen. Er mag gerne essen. Und er ist eigentlich ein Beschützer. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und dann kann man hier unten sehen, wo er viel Talent hat und wie viel davon er schon erreicht hat. Also er hat ein Talent für Speerkampf offensichtlich, aber er hat erst 5 Punkte. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir ihn darin trainieren oder geben wir ihm eine Waffe, die er jetzt schon gut beherrscht? Ich habe ihm jetzt das Greatsword gegeben, da hat er eine gute Entwicklungschance, hat aber erst 18 Punkte. So, und dann kann man hier sehen, was er gut kann. Also er hat schon relativ an Erfahrung zum Beispiel darin, Armor zu craften, Mining-Erfahrung, Planting. Ja, also ihr seht hier schon, wo hat er viel Erfahrung und wie viel kann er da tatsächlich erreichen. Da ich nur einen habe, kann ich hier noch nichts auswählen. Jetzt können wir hier in der Taskliste, können wir jetzt sagen, was er tun soll. Ich sag jetzt mal, wir geben ihm einfach mal eine Axt und dann soll er mal Holz holen, als Beispiel. Jetzt könntest du, nachdem du hier Plus geklickt hast, kannst du jetzt sagen, okay, ich möchte, dass er etwas zusammensucht und in dem Fall soll er das tun. Ich hatte da schon mal einen Marker gesetzt auf der Karte. Den habe ich selber mit Wood markiert gehabt, also mit Holz. Das war für meine leider verstorbene Stammesmitglied. Und dann muss ich ihm sagen, was soll er da denn machen? Und da haben wir jetzt natürlich unglaublich viel, ja, was er alles zusammensuchen kann. Und wonach er Ausschau halten kann und was er ernten kann und so weiter. Wenn er Holz holen soll, dann gehen wir mal hier auf Log. Wo ist ein Log? Machen wir es so. Da ist Log, also das wäre Holz. Und Quantity, jetzt kann ich ihm sagen, bis du 300 hast zum Beispiel. Und dann ist gut. Ich lasse es mal auf Unlimited. Und jetzt muss ich das Ganze bestätigen mit E. So, jetzt ist das da drin. Jetzt hat er aber noch keine Axt von uns bekommen, deswegen kann er auch noch nichts tun. Jetzt sagen wir ihm aber noch zusätzlich Store Items und er soll das Holz, das er holt, in der Carpenter's Bench, Carpenter's Table, da soll er das erstmal reinlegen und zwar die Logs. So, gut. Und auch Unlimited erstmal. Und das bestätigen wir jetzt auch wieder mit E. Jetzt hat er diese beiden Aufgaben. Du kannst hier natürlich noch mehr hinzufügen, aber irgendwann streiken die dann auch, wenn sie zu viele Aufgaben bekommen. Oder wenn es nichts mehr zu ernten gibt, dann tun sie natürlich nichts, ja? Also, ich fange mal lieber klein an und später kann man ihm dann noch sagen, er soll zum Beispiel an der Werkbank was herstellen. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das hier funktioniert. Hier ist Axt eine gute. Die geben wir ihm jetzt mal. Die wird ihm auch eine ganze Zeit vermutlich reichen. So, die legen wir ihm hier rein. So, jetzt kann er eigentlich losmarschieren. Er weiß wohin. Jetzt müssen wir das starten hier. Jetzt geht er los. Und das ist der Bereich da hinten, Wood. Den hatte ich vorher markiert. Jetzt fängt er an, hier Holz zu hacken. Da habe ich vorher hier auf der Karte habe ich ein Symbol gesetzt, einen Marker mit der Bezeichnung für Holz. Und er geht hier jetzt rum und hackt Holz, bis es abends ist, dann geht er sich ausruhen. Wenn du in einer Werkbank bist, ich sage, hier soll etwas hergestellt werden, meinetwegen 100 Wooden Handles oder ist ja egal was. Und dann kann ich sagen, okay, das soll jetzt einer aus meinem Tribe machen. Er soll das machen. So, jetzt müsste er dann eigentlich als dritten Task haben, dass er hingeht später und hier diese Wooden Handles herstellt.
wenn er gerade am Arbeiten ist, ist es etwas schwierig, ihn... Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Du versuchst jetzt aber nicht, diesen großen Baum zu fällen, oder? Der geht aber nicht. Okay. Ob er das merkt, weiß ich nicht. Das hat... Seine Vorgängerin hat das nicht gemacht. Genau, also... Jetzt haben wir das hier dazugefügt und haben gesagt, er soll eben diese Wooden Handles machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir... Was macht er jetzt? Jetzt hat er einen Baum gefunden, den er besser bearbeiten kann. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Reset Location, dann könnt ihr ihn praktisch durch die Gegend tragen. Hier könnt ihr innerhalb einer Gilde, könnt ihr sagen, wer darf mit diesem NPC arbeiten. Unter Behavior Settings könnt ihr, wenn ihr ihn mitnehmt, einstellen, wie er sich im Kampf verhält. Wie weit er von euch entfernt ist, ja, wie nahe soll er euch sein. Oder soll er angreifen, soll er passiv sein, soll er defensiv sein, das stellt ihr alles da drin ein. Können wir das nochmal sehen, bitte? Behavior Settings. Also sein Angriffsstil hier und sein Kampfstil werden hier eingestellt. Defensiv, soll er eher Fernkampf bevorzugen? Ja, ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste könnte sein, dass man weiß, dass Deploy bedeutet, hier kann ich sagen, er soll mir folgen und er soll Ziele attackieren, also ein bestimmtes Ziel attackieren, er soll mich retten. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, die man hier einstellen kann. Ja, meiner Meinung nach sind das die Sachen, die es da aktuell zu beachten gibt. Ich hoffe, das hilft euch weiter und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Viel Spaß im Spiel, bis dann, ciao!